Bei jeder Rallye-Veranstaltung rennt hier so ein junger Mann rum mit einem Laptop in der Hand und ich frage mich, was der hier eigentlich treibt. Und ich weiß jetzt, wo er sitzt. Dort, das ist sowas Ähnliches wie ein Büro. Und jetzt kralle ich ihn mir, den Laptop-Tim. Hallo. Hi. So, da habe ich dich endlich gefunden. Wir nennen dich ja immer Laptop-Tim, aber wie heißt du in Wirklichkeit und was machst du hier? Genau, also ich bin der Tim Wenzel. Hi erstmal. Und ich bin sozusagen der Dateningenieur im Cup. Und gebe da oder betreue da die ganzen Cup-Teilnehmer und bin eben an den Autos direkt für die Datenanalyse zuständig und kann somit Rückschlüsse oder auf irgendwelche Probleme halt im Cup-Auto dann ziehen. Ja. Wenn da was schief läuft, bin ich eben dafür verantwortlich und gucke da, was da los ist am Auto. Aber wozu brauchst du denn dann bitte schön diesen Laptop? Genau, das ist im Endeffekt wie in einer normalen Kfz-Werkstatt, wo man auch einen OBD Rechner einfach ansteckt am Auto und da eben seine Fahrdaten ausliest. Das machen wir hier auch am Rennauto. Wir schließen da unseren Rechner an und sehen dann die wichtigsten Merkmale am Auto wie Drehzahlen, Temperaturen, Drücke und überwachen die eben und gucken, ob da alles passt. Tim, und was ist, wenn dann was nicht passt? Genau, dann ziehe ich mir eben die Daten vom jeweiligen Teilnehmer runter. Dann vergleiche ich die auch mit anderen Cup-Teilnehmern. Guck eben, wie unsere Sollwerte sind, schau, was die Istwerte vom Fahrzeug sind und schau dann, wo Abweichungen sind. Und somit können wir dann Rückschlüsse auf ein Problem ziehen oder woran es eben genau liegt. Tim, hat denn diese ganze Datenanalyse auch irgendwo eine Art Vorteil für die Cup-Teilnehmer? Ja klar, also für die Cup-Teilnehmer und auch speziell für unsere zwei Leute. Da wir auch fahrtechnische Sachen aufzeichnen, wie zum Beispiel Bremsdrücke, dann Gaspedalstellung, Drehzahlen, Geschwindigkeiten und darüber können wir dann auch den Fahrern eben Tipps geben, wenn es um fahrtechnische Sachen geht, um sich zu verbessern, gerade auch was Schaltzeiten angehen und dass die eben den Fuß, wenn es auf einer Vollgasstrecke ist, auch Vollgas bleiben und nicht durch eine Bodenwelle wegnehmen aus Versehen. Und das machen wir natürlich bei unseren R2s dann intensiver, da wir die auch miteinander vergleichen und somit dann auch da ein paar Sekunden oder Zehntel auch rausholen. Kannst du uns das mal irgendwie zeigen da an deinem Magic-Laptop, wie sowas aussehen würde? Ja klar, also wir sehen hier zum Beispiel die Gaspedalstellungen von zwei Fahrzeugen und das sind zum Beispiel jetzt unsere R2 Junioren und da können wir ganz genau sagen, okay, pass auf, du bist in dem Gang gefahren und warst schneller als der andere und dann muss er praktisch in der nächsten Wertungsprüfung oder sollte er dann auch in diesem Gang fahren und er an einer bestimmten Kurve auch früher am Gas sein. Und das kann man eben hier erkennen und darauf machen wir die Fahrer eben aufmerksam. Tim, ich danke dir ganz herzlich für deine Erklärung. Ich selber sehe da ja nur irgendwie viele bunte, zackige Linien. Ich selber würde dich jetzt übrigens nicht mehr Laptop-Tim nennen, sondern ich werde dich Datendoktor nennen. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Fahrverhaltens-EKG, oder? Ja, sozusagen. Nur, dass mein Handwerkszeug eben kein Skalpell ist und eine Spritze, sondern eben der Laptop. Genau. Ich danke dir.